Da ist er doch. Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Ja, nun. Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblutdiener gefunden. Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mirak träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Lernt aus seinem Beispiel. Diese Person ist beschäftigt. Dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reich belohnt. Ach, er ist überall. Ich habe ihn gerade gesucht. Verstehe. Ah, da ist der Ausgang. Sehr schön. Meine Pfeile, die Maske, Handschuhe. Joa. Joa, joa. Jetzt frage ich mich gerade. 27, wir haben Drachenseelen Max mal 10 bekommen. Schwarzes Buch Wachträume. Jo. Na dann. Ich darf mir nichts aussuchen. Oder? Doch. Oh, okay. Aha. Nee, was? Möchtest du einen Drachen mit 5? Moment. Ich kann die jetzt resetten? Oder was macht das jetzt? Das muss ich mir mal gerade überlegen. Entferne Verzauberungstalente. Möchtest du Drachenseelen benutzen? Also eine Drachenseele benutzen, um dein Verzauberungstalent zu entfernen. 10 Talente. Ich muss mal richtig speichern und mir mal das angucken, weil das theoretisch geht das legendär werden ja schon. Verzauberung. Ja. Jetzt. Ist das wieder 0 oder? Das wäre nämlich Scheibenhonig. Alchemie, Redekunst. Ach, da ist Verzauberung. Nö. Das ist noch auf 100. Aber es ist halt... Hä? Ich habe jetzt 13 Punkte. Ich muss noch mal kurz gucken. Dieses Geklick, dieses Geflicker, ne? Dieser Bug geht mir so auf den Dötz. So. Fünf. Sechs. Sieben. 8 theoretisch. Wow. Das ist merkwürdig. 9. 10. Ich habe noch 3 übrig. Nee, das nimmt nur die Punkte. Ich könnte es quasi nur neu verteilen. Okay, macht keinen Sinn. Ich könnte es halt quasi neu verteilen, ohne Level wegzunehmen.
Also um wieder von vorne leveln zu müssen. Gut. Verstehe. So, dann Willen beugen. Achso. Ist schon automatisch für einen Hamster. Gut, passt. Dann ist das erledigt, dann war es das tatsächlich mit Solstheim. Wir gehen nochmal zum Skaldorf und sagen Bescheid. Und vielleicht sollten wir dann Rabenfels auch Bescheid sagen. Das macht durchaus Sinn. Also, nee, Nelot müssten wir wahrscheinlich Bescheid sagen. Da ist sie doch. Ich kann es fühlen. Der Baumstein ist wieder frei. Die Einheit des Landes ist wiederhergestellt. Jo. Heißt das, es ist vorbei? Ist Mira'ak wirklich besiegt? Es ist vorbei. Mira'ak ist tot. Storn ist nämlich umsonst gestorben. Mira'ak, Mora ist immer noch da. Naja, wir sagen immer, dass das Opfer von ihrem Vater nicht umsonst war. Danke. Wie auch immer eure sonstigen Gründe lauten, ihr habt den Skal einen großen Dienst erwiesen. Wir werden eure Taten nicht vergessen. So. Eins noch, Skal-Freund, wenn ihr erlaubt. Na klar. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Ich brauche deinen Rat nicht. Klar. Als Schamanin der Skal bin ich für das spirituelle Heil meines Volkes verantwortlich. Ihr seid zwar kein Skal, aber ein Skal-Freund. Deshalb warne ich euch. Hermar Mora hat euch in seine Dienste gezwungen, um Mira'ak zu besiegen. Lasst euch nicht von ihm weiter auf diesem Pfad locken. Der Altschöpfer hat euch, das Drachenblut, für einen höheren Zweck geschaffen. Vergesst das nicht. Geht mit dem Altschöpfer, Skal-Freund. Na klar. Noch was? Nee, gut. Dann gucken wir mal, ob wir Nelot noch Bescheid sagen können. Was denn jetzt noch? Habe ich ihn jetzt? Ah, habe ich. Wie kann ich euch dienen, Tori? Du kannst mich in Ruhe lassen. Lieben Dank. Bleib hier mal sitzen. Ich melde mich dann gleich wieder bei dir. Oder auch nicht. Oh, Küche, da wollte ich gar nicht rein. Auch eine Möglichkeit, drachenlos zu werden. Ach, er macht danach gleich weiter. Ja, gut. So viel dazu. Fehlt hier ein Pilz? Nee, ich bin aber nur blind, oder? Ja, das ist. Soll er mal die Ascheviecher da unten quälen, passt schon. Haltet still. Lasst mich euch einmal genauer ansehen. Was ist jetzt noch wieder? Anzeichen des Wahnsinns. Echt? Verlust der Eigenwahrnehmung. Schwarze Flecken im Weiß der Augen. Dokumentierte Hinweise auf Hermaeus Moras fortwährenden Einfluss. Nein. Ihr seht gut aus. Zumindest nicht anders als bei unserer ersten Begegnung.
Wer? Ach, der. Ja, ich schätze, ihr habt ihn getötet. Oder Hermaeus Mora hat sich gegen ihn gewandt, als er wie der sichere Sieger aussah. Oder ein wenig von beiden. Solstheim ist von Mirax Einfluss befreit. Daher dachte ich mir schon, dass ihr alles geregelt hättet. Warum? Gab es irgendetwas Interessantes? Nö, nichts. Ich wollte nur Bescheid geben. Du bist nicht wirklich dankbar. Es ist interessant, dass das geht. Nö. Was ihr Helden eben so tut, nicht wahr? Naja. Weniger hätte ich auch nicht erwartet. Nur noch diese schwarzen Bücher. Leider habe ich keine weiteren gefunden. So viel verlorenes Wissen. Verliert diesen Ring nicht. Es war sehr schwierig, ihn herzustellen. Wenn ihr schon hier oben bleibt, dann bleibt mir aus dem Weg. Das liegt nur an euren brillanten. Sind wir fertig? Dachte ich mir. Glaubt nicht, dass eure falschen Komplimente bei mir wirken, Talwas. Ich bekomme immer. Ja, da war noch irgendwas mit diesem Ring, ne? Ich erinnere mich. So. Mein Pfeil. Gute Nacht. Hey. Dädrische Rüstung. Brauche ich zwar nicht mehr, aber. 666 Gold. Also, Septime. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Ich glaube, Nelod war der, der uns am Anfang von Solstheim begrüßt hat mit, ja, und hier geht was vor und was wollt ihr und so. Ich glaube, ja, das sollte passen, jedenfalls Solstheim technisch. Dann können wir das erstmal abhaken, Nelods Geschichte mit dem Ring. Ich müsste mir nochmal off-camera gucken, wo wir da genau hin müssen, weil... Das haben wir ja in irgendeiner Aufnahme nicht gefunden. Ich mach mal Schleichermodus. Nein, ich suche keine Überfahrt. Lasst mich in Ruhe, meine Güte. Wir gehen nochmal zu dem Hügelgrab und dann wollte ich mir das Schiff nochmal angucken. Das war jetzt wo? Da hinten, ja. So grob da lang. Ich mache mal die Flitze. Das ist auch einfach aus dem Laufen heraus nicht. Das sieht falsch aus. Oh, ich sollte vielleicht keine dädrischen Pfeile versauen. Elfenpfeile. Ja, da ist das Schiffswrack. Das ist da hinten wahrscheinlich auf der... Ist das ein Hawker? Ja, es ist ein Hawker. So. Die kommen nämlich auch meistens ein bisschen in die Quere. Die Frage, was das jetzt wieder für ein Wrack ist. Schneefuchs oder Fuchs? Weil das ist halt noch
eins der Dinge, was uns fehlt, so kurz vom Ende der Karte hier. Ist ja wahrscheinlich nicht so groß. Hier schon wieder viel Zeug. Banditen oder so. Wrack der Winterkrieg. Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Kopf zu. Was war das? Nix. Straßenräuber. Hier sind doch gar keine Straßen. Nö, nee, hier ist keiner, stimmt schon. Lautlosigkeit. Das haben wir bisher nur auf den Dings da. Oh, ich bin zu fett. Das haben wir nur auf den Gildenstiefeln drauf. Das sollten wir vielleicht ändern. Naja, knapp. Tja, ich würde sagen, das war's, oder? Ja, abgeschlossen. Dann auf nach, weiß glaube ich etwas, Solstheim gesagt. Da hat das doch bravourös geklappt. Sogar in dem Zeitfenster, was ich mir gesetzt habe. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. So. So. Again. Langes Laden. Dann speichere ich nochmal richtig, so wie immer. Ach ne, halt. Moment. Hab ich nicht. Das hab ich. Utral hab ich nicht. Mirak Schwert. Staff auf Mirak. So. Dreamstride. Requirements not met. Was auch immer. Wachträume. Aber wir haben noch ein weiteres Buch. Papa, ihr seid wieder da. Ja, ich... Wollen wir etwas spielen? Ja, verstecken. Was wollen wir spielen? Gut,
Ihr bleibt hier stehen und zählt bis 10. Und nicht vorher schauen. Bereit? Dann los! Ach nee. Hey! Aber das ist doch... komisch. Wir haben doch noch ein Buch. Wieso kann ich das da nicht hinpacken? Eigenartig. Traumreise heißt es übersetzt, ne? Dreamstride. Seltsam. Egal. Dann moderiere ich mal ab, bevor das Kind wiederkommt. Wie gesagt, dann ich hoffe dann zukünftig mal noch eine längere Session. Auf jeden Fall lieben Dank fürs Zuschauen erstmal bei über 400 Folgen. Wenn ihr so lange geschaut habt oder vielleicht jetzt erst eingeschaltet habt, wäre jede Menge nachzuholen. Wenn man es nicht macht, könnte ich nachvollziehen. Auf jeden Fall sind wir unserem Ziel, Skyrim durchzuspielen, einiges näher gekommen. In der nächsten Aufnahme dann wieder ein bisschen Erkundung zum Warmwerden, wie in dieser Aufnahme. Dann die Magiergilde, würde ich sagen, wenn wir es schaffen, vielleicht noch die Bardenakademie, beziehungsweise, ja, wir haben dann auch immer noch die anderen beiden Gilden, also die Dunkelbruderschaft und die Gefährten vor uns. Bis dahin sollten wir dann hoffentlich auch den Rest der Karte erkundet haben. Und dann fehlt eigentlich nur noch die Hauptstory. Reit ist ganz schön gemein. Ja, ich weiß, sie jetzt geh immer, ins Bett. Was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Dann lasset. Meine Güte, nicht mal abmoderieren darf man. Also nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Aufnahme bei Skyrim in der Special Edition. Forgotten City, was noch läuft aktuell. Oder, ja, neuen Projekten, alten Projekten, Unboxings, Sachen in Deutsch wie Englisch. Alles, was auf dem Kanal zu finden ist. Also, bleibt gesund. Bis dato, reingehauen.